Lena Meijer-Landrut is amper 19, maar in haar thuisland Duitsland is ze ondertussen al een klein fenomeen. Ze won het Eurovisie Songfestival met haar nummer Satellite en ze deed dat zodanig overtuigend dat ze volgend jaar opnieuw mag meedoen. Bondskanselier Angela Merkel noemt haar een voorbeeld voor de Duitse jeugd. Nu, in hoeverre ze dat ook effectief is, dat kom ik zo meteen te weten, want Lena is in het land om haar eerste album My Cassette Player te promoten. En ik mag haar interviewen. Auf Deutsch. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Evi. Ah, hi. Lena? Ja, Lena. Willkommen in meinem Studio. Wahnsinn. Wow, du kannst Deutsch sprechen, ist ja Wahnsinn. Ja, ein bisschen. Okay. Ich probiere, also. Okay. Lena, du hast das Eurovision Festival gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass viel schon passiert ist seit deiner Überwindung, nicht? Mhm. Ja, was ist schon passiert? Was hat sich geändert in deinem Leben? Ach, wir reisen ganz viel. Ja. Wir sind ganz viel unterwegs jetzt. Wir waren in London und in Paris und in Amsterdam und in Wien und jetzt hier in Belgien. Und das ist toll. Und wir haben das Video gedreht für meine neue Single, Touch a New Day. Und viel los. Hi, welcome. Hi. Welcome in Belgium. Hallo Lena, hi, nice Lena. To meet you. Diese Überwindung, wie hast du das erlebt? Weil du bist ein junges Mädchen, du bist 19. Mhm. Ja? Und ja, wie war das, ganz dieses Zirkus? Es war schön, es war eine tolle Erfahrung. Und, ja. Und deswegen bin ich so froh, dass wir es nochmal machen können. Mhm. Und kannst du mal beschreiben, was dein Gefühl war, wenn du hörtest, dass du die Siegerin warst? Ja, das war total komisch. Wir haben die ganze Zeit Punkte bekommen und waren völlig geschockt, weil wir es gar nicht glauben konnten. Und irgendwann kam dann der Moderator zu uns und hat gesagt, so, und jetzt macht euch mal fertig, ihr könnt gleich auf die Bühne gehen, ihr habt gewonnen. So. Oh Gott. Okay. Alles klar. Dann habe ich einen Blumenstrauß gekriegt. So, Lena, halt das fest und los, geh, geh. Alle schubsen mich. Los, geh auf die Bühne. Los, geh, geh, geh. Okay, okay. Wo soll ich hin? Any words to describe this moment? I think I'm not strong enough to take this the whole time. Okay, we can help you. Ich habe Reaktionen gesehen auf dem Internet und in der Zeitung und einigen sagten, du sah ein bisschen aus, als ob du getrunken hattest oder ja, du warst ein bisschen in Schock, stimmt das? Ja, ich war total geschockt. Ja? Ja. Du hast das wirklich nicht erwartet? Nee, ich war völlig neben der Spur. Ja. This is so... Oh. Lena, the stage is yours. And congrats. Do I have to sing now? Yeah, you have to. We love your song. Ich habe auch gehört, Lena, dass du nochmal mitmachen wirst mit dem Eurovision Festival. Haben die Menschen das gefragt oder hast du selbst gesagt, ich fand das so toll, ich will das noch einmal? Ja. Ja? Ja, lass uns das nochmal machen. Ja, du hast es selbst vorgestellt. Ja, mit Stefan zusammen, mit Stefan Raab. Ja, wir haben uns gedacht, wir haben den Eurovision Song Contest nach Deutschland gebracht und es war so toll und deswegen machen wir es einfach nochmal. Jetzt geht es nicht mehr so darum, ums Gewinnen oder um noch mehr Punkte, sondern einfach Spaß. Oh my God, this is so crazy. Oh my God, if I'm for you. Bundeskanzler Merkel hat dich ein Vorbild genannt für die deutsche Jugend. Das ist doch eine große Verantwortlichkeit für jemand von 19 Jahren alt. Ja, ich bin ein Vorbild in dem Sinne dann für die anderen 19-Jährigen, vielleicht nicht für den Rest von Deutschland. Nicht für die ganze Nation? Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Warum denn nicht? Playboy hat dich auch ein Angebot gemacht. Hattest du das immer erwartet, dass Playboy ein Angebot machen würde? Nein, auf gar keinen Fall. Naja, ich habe halt... War ja ganz schön so. Aber muss nicht. Nein. Nein, ist nicht so mein Ding. Nein. Nein. Warum denn nicht? Ach, ich war nicht in der Stimmung. Ja. Vielen Dank fürs Interview, Lena. Danke und ich dir. Wünsche Ihnen sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Okay. Darf ich dich küssen? Bitte. Ja, okay.
Drei. In Belgien sind okay. Drei, ja. In Deutschland nicht? In Deutschland küsst man sich gar nicht. Ah, nein? Nein. Ja, hier küsst man in Deutschland schüttelt man die Hand. Okay, also einmal auf Deutschland auch.